nehmen. Okay. Sodass Sie dann gesammelt die Informationen bekommen, die Sie benötigen. Ja, alles klar. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja, warum war der neue? Das hat man für die Gerüche geworden. Die kann man ausgraben, da hat man nur die Kutschen aufgerissen, da kommen von der Reanimation. Soll mal eben da hochkommen. Damit direkt gesehen, aber ich werde hier auch schon von der Polizei angeschaut. Das hier. Bestimmt vom See. Ich glaube, jetzt müssen wir einen Tausch wieder machen. Wir sind auf jeden Fall mehr. Bitte? Also er sagte, er kommt mit... Der ist aber nicht. Den haben wir auch schon mal gesehen.
Techniker, warum soll ich Ihnen nichts sagen? Aber dann, wir haben da uns vorne schon aufgebaut, vielleicht Tag, die Herrschaft. Haben die anderen Kollegen auch Interesse. Genau. Ja, ich bin aus einem traurigen Anlass nach Neuss gekommen. Die Landesregierung nimmt mit Abscheu und Empörung dieses Tötungsdelikt hier im Jobcenter zur Kenntnis. Dies ist durch nichts, aber auch durch gar nichts zu entschuldigen oder zu rechtfertigen. Hier liegt wahrscheinlich ein Mord vor. Juristisch ist dies ja noch nicht im Einzelnen geprüft. Ich kann den Angehörigen des Opfers nur das tiefe Beileid der Landesregierung aussprechen. Und ich bin davon überzeugt, dass in diesem Jobcenter wie auch in den anderen die äußerst engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch zukünftig ihre Arbeit nicht zuletzt im Interesse des Gesamtwohls tun werden. Die Landesregierung ist mit allen Institutionen und Einrichtungen, die in diesem Fall eine Rolle spielen, in engem Kontakt. Und wir werden natürlich auch mit der Bundesagentur für Arbeit und den Kommunen überprüfen, inwieweit die Sicherheit in den Jobcentern, in den Arbeitsagenturen zu verbessern ist. Solche Vorgänge sind nie gänzlich auszuschließen, aber es ist schon sehr betrüblich, dass ein solches Verbrechen in einem Jobcenter geschehen kann. Vielen Dank. Es ging doch mal aufnehmen müssen. Also die Bundesagentur für Arbeit hat ja Sicherheitskonzepte für ihre Einrichtungen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit hier Notknöpfe eine Rolle gespielt haben, ob die installiert sind oder nicht. Wenn dies nicht der Fall ist, ist dies sicherlich eine Möglichkeit, um Schlimmes zu verhindern. Aber noch einmal, gänzliche Sicherheit gibt es in diesen Einrichtungen nicht, auch nicht hergestellt durch modernste Technik. Man sollte die Sicherheit schon verbessern. Also ich meine, es kommt ja immer wieder zu solchen Vorfällen. Daran wird permanent gearbeitet, an der Verbesserung der Sicherheit. Mir ist aber ein Tötungsdelikt in einer Jobagentur in Nordrhein-Westfalen bisher nicht bekannt geworden. Vielen Dank. Möchten Sie ein... Ich muss auch was sehen können, ne? Also ja, Mikrofone sind ja. Machen wir zuerst mal ein Grundstatement, was passiert ist. Ja. Ja? Was wir bislang wissen, ist das Folgende. Heute Morgen gegen kurz vor 9 hat ein 52-jähriger Neusser das Jobcenter hier hinter uns betreten. Er kam ohne Termin, das möchte ich vorab sagen, und hat die 32-jährige Sachbearbeiterin, die aus Düsseldorf kommt, aufgesucht. Die beiden hielten sich zu zweit in ihrem Büro auf, sodass es keine unmittelbaren Tatzeugen gibt. Wir haben also keinen, der die beiden zusammen gesehen hat oder der während des Gesprächs dabei war vielmehr. Im Rahmen dieses Gesprächs ist die Situation eskaliert. Es kam offensichtlich zu einer zunächst gemeldeten Bedrohungssituation und der mutmaßliche Tatverdächtige hat der Geschädigten schwerste Verletzungen zugefügt und aufgrund dieser Verletzung ist sie später im Krankenhaus im Alter von 32 Jahren verstorben. Der 52-jährige Tatverdächtige befindet sich im Moment in den Räumlichkeiten der Kreispolizeibehörde Neuss. Die ersten Vernehmungen laufen. Ich werde ihn entweder heute oder morgen dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Neuss vorführen. Das ist das, was wir bislang zu der Sache sagen können. Gibt es ein bisschen mehr Informationen für den Täter oder für den vermeintlichen Täter? Was wir bislang wissen, ist, dass es sich um einen 52-Jährigen handelt. Ein Neusser, der hier als Kunde der Arbeitsagentur geführt worden ist. Mehr kann ich bislang zu dem Täter nicht sagen. Insbesondere haben wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Erkenntnisse über etwaige polizeiliche Vorerkenntnisse oder Ähnliches. Was? Das Opfer dann seine zuständige Das Opfer war seine zuständige Sachbearbeiterin, ja. Allerdings gab es keinen Termin, also er erschien unangekündigt. Die Sprache, warum er dann gekommen ist? Nee. Wir wissen nicht, warum er dort erschienen ist, weil wir ja auch nicht wissen, was Thema des Gesprächs war, weil wir niemanden haben, der dem Gespräch Folge geleistet hat, der zugehört hat. Können Sie sagen, ob er denn schon länger war? Das weiß ich nicht. Es ist auch noch sehr früh nach der Tat. Wir sind hier, ich weiß nicht, wie spät wir haben, 13 Uhr. Die Tat war vor 4 Stunden.
Die Ermittlungen laufen gerade an. Es werden umfangreich Zeugen vernommen. Die Spurensicherung befindet sich noch im Gebäude. Die Obduktion der jungen Frau wird auch heute noch stattfinden. Wir werden morgen im Laufe des Tages, die genaue Uhrzeit wird Ihnen alsbald bekannt gegeben, eine Pressekonferenz in den Räumlichkeiten der Polizei Neuss abhalten. Und dann werden wir sicherlich mehr wissen und Ihnen auch mehr sagen können. Können Sie was die Todesursache sagen? Nee, das kann ich Ihnen nicht sagen. Und zur Todesursache, wie sie zu Tode gekommen ist? Das möchte ich im Moment auch nicht sagen. Sie sprachen von Bedrohungssituationen, die gemeldet worden sind. Das war der Einsatz, so wie er reinkam. Das so heißt, wie er bei der Polizei aufgelaufen ist. Wissen Sie was?